So, aus verschiedensten Gründen hasst das Leben mich wohl. Und das bedeutet, das Spiel ist mir abgestürzt und die letzte Aufnahme ist für der Popo gewesen. Das bedeutet, ich habe hier jetzt nochmal möglichst genau den gleichen Weg nachgespielt, dass wir, naja, wieder an der gleichen Stelle sind. Und gut, ich, ja, weiß schon in etwa, was jetzt auf uns zukommt, aber ich tue mal so, als wenn ich es nicht wüsste. Und, naja, dann schauen wir mal. Hoffentlich bricht diese Aufnahme nicht ab. Wir haben ja gerade das Labyrinth durchsucht und auch geschnallt, wie wir überhaupt skillen können. Ja, das war ja schon mal ein guter Anfang dann. Problem ist, ich habe einige von den Dämonenkräften, die ich halt in der Originalaufnahme genommen hatte, noch nicht benutzt, weil das war so ein bisschen komplizierter. Und die baut sich ja mit der Zeit ab. Deswegen werde ich die jetzt auch einfach mal so benutzen, ohne dass es sinnvoll ist, um da mit der Quest vorwärts zu kommen. Also nicht wundern. So, fröhliches Spinnengeschnetzel geht weiter. Schmeckt ja auch gut, so Spinnengeschnetzeltes, ne? Schön knackig. So ein Exoskelett. Ganz was Feines. So, ach ja. Komm, dich hauen wir auch noch weg. Und dich ebenso. Tschüss. So, und dann gehen wir hier geradeaus weiter. In die Gärte. Also wir sind ja schon in den Gärten, aber da sieht es dann halt auch aus wie in den Gärten. Und nicht wie im Peter Pans Labyrinth. Vielleicht? Nee, gibt's gar nicht. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. So, bisschen Dämonenkraft. Und ein bisschen Schnetzeln. Ja, 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 komm. So, ein lecker Heiltrank. Schönes Ding. So, dann habe ich festgestellt, dass wir hier in diesen Gärten, da stehen irgendwo noch Truhen rum. Da habe ich bei der letzten Aufnahme aber auch nur zwei Stück gefunden. Wer weiß, vielleicht läuft es ja dieses Mal irgendwie besser. Oder so schlecht, dass ich es nicht mal schaffe, die zwei wiederzufinden. So, komm, hüpf rüber. Genau. Und dann hau den Typ da weg. Tschüss. So. Ach, und da ist noch so einer. Die schießen zum Glück recht langsam. Also da kann man einigermaßen gut ausweichen, ne? So, den Heiltrank nehme ich jetzt... Warte mal, einen Heiltrank oder... Ne, Heilung möchte ich noch nicht verwenden, weil... Wozu? Wir haben es ja. So, den weg und den hauen wir auch mal weg. Und den Blitzdings-Heini auch. Und, also in der Mitte ist gleich... Der Schachmeister. Den werden wir dann mal den Latschen hauen. Und unser geiles grünes Schwert ist übrigens auch weg. Weil das ist halt jetzt beim nächsten Mal aufnehmen nicht mehr gedroppt. Das heißt, kein Schwert des Assassinen. Jetzt haben wir so ein Schwert des Glücks, nennt sich das. Ist aber auch nur ein cooler Name. Hat, glaube ich, nicht so die Riesenbewandtnis, weil ist halt ganz normales graues Item. Ist eigentlich ein bisschen schade, aber naja. Steckst du nicht drinne. So, dann haben wir hier alles freigeräumt. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, mal um den Schachmeister kümmern. So. Oder auch Schachmeisterin. Weil, ne? Spinne. So, hallo. Ja, und auch ausweichen. Ist quasi wie so eine, naja, wie so eine große Spinne halt. Die, ja, kann eigentlich nichts Besonderes. Ist halt nur groß und da. Ich versuche hier mal ein bisschen mehr Overdrive aufzubauen. Damit wir, wie gesagt, wieder unsere Dämonenkraft nutzen können. So wie jetzt. Aber auch nicht zu lange damit aufhalten. Weil, natürlich, das Ding auch nicht ganz ungefährlich ist. Ne? Also schon ungefährlich, aber halt auch nicht
Schachmatt. Nicht lächerlich. So, jetzt können wir noch einmal die Dämonenkraft nehmen und dann sammeln wir hier mal unsere... Ach, hier haben wir das Schwert des Assassinas gekriegt. Haha, sehr schön. Und auch noch das verzierte Schwert des Bären. Das ist schön. Dann haben wir jetzt Stufe 4 erreicht. Und können eine zweite Waffe ausrüsten. Und dann nehmen wir die Schrotflinte, weil... Dann haben wir eine Fern- und eine Nahkampfwaffe. Jetzt gucken wir mal hier nach dem Schwert. Schwert des Assassinen, Schwert des Bären. Goldkosten um das Dreifache erhöht. Heide Witzka. Aber 14 bis 33, 18 bis 38. Hallo? Ja, ist ja klar. Dann nehmen wir das. Das andere hat ja bloß... Nachteile, abgesehen vom Rückstoß, aber... Aber ich finde 15% mehr Gegenstände. Mit dem Schwert des Glücks übrigens auch... Achso, das finde ich mit dem Schwert des Glücks. So, da habe ich mehr Crit-Chance. Ja, ich nehme das Schwert des Assassinen. Das hat sich letztes Mal schon... naja, bewährt. So, und die Schrotflinte dazu und dann ist das eine runde Sache. Dann gehen wir durch auf die andere Seite. Achso, wollte ich noch sagen, in diesem Spinnenbau da am Anfang des Videos. Da können wir noch nicht rennen, weil da ist ab Level 10. So, und das heißt für uns natürlich, ja, noch nicht. Weil wegen gerade mal Level 4 geworden. Naja, schauen wir später hin. So, dann haben wir jetzt aber... Beide Seiten, das Labyrinth und die andere Seite abgehakt. Ja. Dann habe ich jetzt natürlich noch das Problem. Wie gesagt, hier waren noch so Kisten versteckt. Die waren hier in diesen, naja, Seitengärten möchte ich es mal, also in diesen lilanen Feldern. Da möchte ich ja eigentlich nochmal gerade gucken, weil das wäre schon schön, die noch kurz zu finden. So, weiß ich gar nicht. Hier oben noch. Nee. Okay, dann auf der anderen Seite. Also wie gesagt, zwei Stück hatte ich gefunden. Wenn ich die jetzt nicht wiederfinde, dann ist das auch so, aber... Wäre halt schon schön. Man kann zwar durch die Hecke, aber auch nicht so sehr. Ach, scheiße. So, komm, rüber. Da soll's ja hauen? Nee. Und hüpfen. Und da ist noch so ein Viechomat. Und da ist noch so ein Viechomat. Aua. Und ratet mal, noch so ein Viechomat. Und noch einer. So. Jetzt nehmen wir auch noch mit. So. Ja. Wo waren denn die? Wo waren denn die? Mal die letzten Tonscherben besorgen. Hm. Ah, da unten steht auch eine. So, das ist doch schon mal die erste. Ja, öffnen. Oha. So. Ne? Schön hier Spinnen schnetzeln wieder. Aua. Ach, so doof. Oh. Ich trinke mal sicherheitshalber einen Heiltrank. Nicht, dass ich es nötig hätte. Nein, nein. So, jetzt aber hier mal öffnen. So, neues Geheimnis. 2 von 3. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt 2 von 3. Den anderen habe ich also irgendwie in der letzten Folge doch schon gefunden gehabt. Und, ja, wie gesagt, mehr waren hier nicht. So, dann muss ich noch 3 Dämonenkräfte benutzen. Das sollten wir aber hinkriegen. Denke ich mir. Und Argus, den Unheilvollen, müssen wir auch noch killen. Ach du Dickster, jetzt kommen die da rum auch noch. Abgeseilt hier wie das allerletzte SWAT-Team oder was.
So, komm. Machen wir mal so, ne? Ich kann etwas Süßes und Zartes vorausspüren. Ja, ja. Ich werde mich mal vorstellen gehen. Sei nicht eifersüchtig, Vicky. Ich komme wieder. Nee, bin ich gar nicht. Geht gleich ab. So. Und so eine kleine Dämonenkraft zwischendurch mal rein da. Achso, hatte ich ja gar nicht erzählt, richtig. Mit rechte Taste kann ich jetzt zwischen Schwert und so hier Gewehr, also Pistole, wechseln. Was ja vielleicht nochmal ganz praktisch sein könnte. Das funktioniert doch eigentlich echt ganz gut. So, Jungs. Na, dann haben wir hier mal Feierabend. So, jetzt wollen wir mal nach dem Zarten schauen. Das ist die Irene. Heilung nehmen wir natürlich mit. So, da steht die Irene. Mit Irene reden wir mal. Und ich dachte schon, ich wäre der letzte lebende Jäger in dieser verfluchten Stadt. Viktor Vran. Bin gerade erst eingetroffen. Habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Das habe ich auch gedacht, als ich vor einem Jahr hier ankam. Und jetzt bin ich immer noch hier. Töte Monster und versuche mir einen Reim darauf zu machen, was hier geschehen ist. Kennst du einen Jäger namens Adrian? Ich habe von ihm gehört, aber wir sind uns nie begegnet. Die einzigen Jäger, die ich in letzter Zeit zu Gesicht bekommen habe, waren tot. Du kannst die Krypten durchsuchen. Ich war länger nicht mehr dort unten, aber ich würde mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Die Dämonen sind überall. Danke. Wie war noch dein Name? Den hatte ich dir noch nicht verraten. Ich bin Irene. Man sieht sich, Viktor Vran. Na, das hoffe ich doch, Irene. Ein Reim darauf machen, was hier geschehen ist. Sie hat einen anderen Grund, so lange hier zu bleiben, da bin ich mir sicher. Ja, natürlich. Wir sind der Grund, ne? Aber kann ja wohl nachvollziehen. Schon ein schneidiger junger Mann hier. So, ein paar Skelette. Die stehen dann nochmal wieder auf, wenn man sie gekillt hat. Aber dafür können sie auch nichts. Ne? So, zack, zack. Und tschüss. Wenn Irene recht hat, sind die Aussichten mehr als finster. Zeravia ist verloren. Ja, ja, nee, ist klar. So, jetzt sind wir übrigens ungefähr an der Stelle, wo ich beim letzten Mal dann Schluss gemacht habe, quasi. Und wo mir dann das Spiel abgestürzt ist. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser läuft. So, komm, ja, nu, bleib doch mal liegen, Jung. Oh mal, erst betteln hier oder was? Unglaublich. So, hier haben wir noch was. Den hauen wir nämlich mal eben schön weg. Zielsuchendes Geschoss hier. Blitzt schön hinterher. So, diesen ein bisschen gefährlich, sauber übertrieben, aber. So. Ach hier, er hat gar keine Beine mehr gehabt. Auch nicht so schlecht. So, Freunde. Nun, das ist auch mal gut hier mit Leben. So, dünn noch und dann die Dämonenkraft, um die Quest zu erledigen. Schönes Ding. Und schon haben wir hier wieder schön was geschafft. So. Ja, Nebenquest erledigt. Jetzt brauche ich nur noch Argus den Grauenhaften oder Grauenvollen zu erledigen. Finde ich ja ganz gut. Aber da gehen wir noch nicht hin. Na gut, die Tontöpfe hier kann ich jetzt nicht zerstören. Achso, das ist gar nicht das Tor. Das Tor ist hier in der Mitte das. Grabstätte der Verdammten möchte ich noch nicht hin. Ich möchte hier oben erst nochmal eben alles ja, absuchen und ja, halt mal gucken, ne? So, hier bin ich hergekommen. Da ist nochmal wieder so ein Pyromantentyp, der schwer ins Gesicht braucht. Oh. Ja, komm. Fall auch mal um dann. So. Dann haben wir hier nochmal so eine. So. Den. Aua, aua. Oha, die tun ja richtig weh, die Dinger. Das ist aber eher nicht so gut. So.
So, der ist platt. Boah. So, auch hier noch ein paar Spinnen dazu. Sehr schön. So. Und die noch und die noch. Machen wir doch mal Ruhe im Karton hier. So, wie gehabt ist auch mein Finger wieder eingeschlafen. Ich weiß auch nicht, wenn ich ein Gamepad halte, dann schläft immer der kleine Finger ein. Das ist, weiß ich auch nicht, ob das alles so richtig ist. Aber naja. Ach so, Argus ist hier, hä? Na gut, dann unterhalten wir uns mal mit Argus, dem alten grauenvollen Oberfuzzi hier. Was kann der denn so? Oh, ach so, solche Sachen macht er nämlich auch. Na gut. Mal schnell einen Trank nehmen. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber hier Pyromantenfuzzis mal eben weghauen. Aua. So. So, wo ist Argus denn jetzt hin? Die alte Lusche. Hat sich da wohl nicht verzogen, oder? Nee, da steht er. Der alte Schlawiner. So. Ne? Hier, zack, gibt's aufs Gesicht, mein Freund. Da ist er doof. Achso, nee, Moment. Wir wollen ja mit dem Schwert rummachen hier. Ein gefallener Jäger. Ein Schwert weniger auf unserer Seite. Ein weiteres Leben an die Leere verloren. Jo. Ruhe in Frieden, Bruder. Ah, nicht so gut. So, die Heilung verwenden wir mal kurz. Dann können wir wieder skillen. Zwei Schicksalspunkte. Du kannst nun mächtige Schicksalskarten ausrüsten. Die Schicksalspunkte kosten alle Ausrüstung und dürfen dein Maximum an Schicksalspunkten nicht übersteigen. Na gut. Nach einem Nahkampfangriff einer Explosion aus 100 Schaden, 5% Wahrscheinlichkeit. Ist nicht schlecht. Aber ich lasse mich auch gerne mal überraschen. Komm, wir nehmen mal die Geschenkekiste. So. Gucken, ob sich das lohnt. Ja. Nicht so, wa? So, Schwert. Ne, das ist ja der Hammer. Ach hier, aber Kräfte habe ich noch neue. Bumerang. Das ist ein Bumerang, der allen Feinden in seiner Flugbahn Schaden zufügt. Schaden pro Sekunde. Das ist gar nicht mal so schlecht. Den Bumerang hier, ich glaube, den, das probieren wir mal. Das ist ja ganz geil. So, der Warrior, den braucht man nicht. Und hier die Geschenkekiste, die machen wir die aber mal auf hier. Bums, zack, da ist sie. Eine Sense haben wir drin. Ja. Was bringt mir die Sense? Bis 96. Ich probiere das mal mit dem Ding, wa? Mal sehen. Achso, hier war das Leben. So, Freunde. Zack, zack. Oh ja, die, kann man mit arbeiten. Ne? Ich glaube, die behalte ich mal. So, hier können wir hoch. Aber hier ist keiner, oder wie sehe ich das? Hier, vergessener König. Ah, komm. So. Feierabend für dich. Adrian mal, hier, ist ein geübter Jäger. Aber kann er an diesem Ort überleben?
Oh, mit Sicherheit, aber... Und warum sollte er weiter für eine verlorene Sache kämpfen? Weil das kann. Ach komm, so. Koromantentyp hier, haben wir mal kurz weg. Den auch. Oh, den auch wollte ich sagen. Ja, komm, weg. Dem Ding weichen wir mal aus. Dann hauen den Schützen dann auch nochmal weg. So, hier machen wir nochmal. Alter Schwede, das ist geil. So, komm, jetzt du noch, ne? So, haben wir Feierabend gemacht für dich. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Und wenn das jetzt mit dem Folge beenden auch noch hinhaut, dann sind wir ja wieder voll im Geschäft. Also ich sag mal, ciao und bis morgen.